Hallo, liebe Batteriefreunde. Okay, ich habe mir die EcoFlow, eine kleine EcoFlow, zugelegt und die packen wir jetzt gerade mal aus. Und zwar die EcoFlow Power Station River 2 mit bis zu 600 Watt Leistung. Solargenerator mit Live P04, was immer das jetzt bedeuten sollte. Auf jeden Fall wollte ich eine externe Batterie nochmal eine haben. Ich habe eine große EcoFlow und habe mir die jetzt einfach mal zugelegt. Hier Kaltgerätestecker, Ladekabel, damit ihr auch im Auto das Ding vollladen könnt. Ausführliche Bedienungsanleitung in 54 Sprachen. So, da einfach Stecker rein, hier können wir es sehen. 230 Volt, Ausgang, USB-C, USB-Ausgänge. Und natürlich dann auch der Ausgang für die 12 Volt betriebenen Geräte. Ich habe es ausprobiert. Hier sieht man die Minutenzahl, wenn das Ding voll ist, Prozentzahl und die Leistung, die gerade abgerufen wird aus dem Stromnetz. Ja, das war eigentlich schon so zu den technischen Dingen. Ein- und Ausschalter hier noch. Und dann bauen wir das Ding einfach mal ein. Was heißt einbauen? Ich nenne es mal eher reinstellen. Wie ihr wisst, habe ich ja auch noch einen Wohnwagen zum Wohnmobil und ich wollte einfach noch eine kleine Powerbank dabei haben, in Anführungsstrichen klein, die ich hier reinstelle und bei Bedarf dann eben halt lade, weil ich ja bei dem Wohnwagen eher technisch auf Sparflamme unterwegs bin.